Also willkommen zurück, wie versprochen, hier der Geistertempel jetzt, in der Schattentempel, fangen wir jetzt hier an. Wir müssen viel mehr auch in der Wahrheit arbeiten. Das kann ich mir glauben. Wir müssen mit viel Arbeit der Wahrheit arbeiten. Die Schatten werden sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Das heißt, dann können sie Kalkarik finden. Ja, also hier. Drehen wir einen Schnabel zum Schädel der Wahrheit. Anfang stürzt in, also, hier ist ein Schädel der richtige. Und sie nimmt die Augen der Wahrheit. Ja, seht ihr? Das sind alles Falsche hier. Wir müssen also hier hin zu diesem Schädel. So, hier kommen wir so nicht nach Ruhe, also waren wir die Gleitstiefel. Hier steht, nur der letzte Schritt der Heiligen sind, das ist so, ja. Bitte? Wie können wir tun? Jene mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch von Dunkelheit umgeben. Der Schattentempel, hier ruhen Herrnes blutige Zeugnisse und großer Gier und blinden Hass. Und diese Augen. Ja, es ist gut, ich hab's verstanden. Fick dich. Was mit der Dunkelheit? Autsch. In der Dunkelheit verborgen. Das große Auge nicht enttäuschen. Bleibt richtig gut verhüllt. Die kamen wir, glaube ich. Ja, oder? Von hier kam, oder? Leute, ich kenne mich nicht mehr aus. Hier ist die... Mann! Nee, hier waren wir noch nicht. Das ist ein Gehirnsauger, oder? Nee, die Mumie. Eine Schatztür, eine große Schatztür. Nehmen wir entweder die Karte oder den Kompass, eins von beiden. Ich schätze mal die Karte. Ja, die Karte, bla bla bla. Gucken wir mal! Die Stockwerke? Wunderbar.
Was nehmen wir denn hier? Nee, das funktioniert nicht. Nee, es muss ja irgendwo anders weitergehen. Hier kam ich. Und hier kam ich. Es muss irgendwo hier weitergehen. Irgendwo hier muss es noch weitergehen. Hier, Leute, hier geht's weiter. Ein Gehirnsauger. Den hatten wir schon mal. Los! Was ist los? Nimm jetzt mal das Bicker und Schwert. Mal richtig wichsen. Komm, lass mich los! Das ist was fies! Das war's, EG, das war's! Du blödes Huren! Arschloch! Kind! Was kommt her zu mir? Tot. In der Bürgerschaft geht alles einfacher, Leute. Jetzt müsste jetzt der Kompass sein und die Gleitstiefel. Eins von beiden auf jeden Fall. Eins müsste die Gleitstiefel sein. Ich glaube schon. Ja, die Gleitstiefel, mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über den Boden. Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Hab Mut und Vertrauen in den Stiefeln. Also Leute, mit diesen Stiefeln könnten wir jetzt zu dem Händler gehen, zum einen, und zum anderen auch, ja, ist okay. Und zum anderen auch, können wir jetzt auch diese komischen Zunge. Also jetzt diesen komischen Raum. Wenn der Anfang ist, können wir jetzt drüber gehen. Darf ich zeigen, wie ich das meine. Hier können wir leicht hin, ja. Aber wenn wir jetzt den hier machen, dann zeige ich das. Dann rutschen wir ein bisschen, das ist einfach so. Wenn wir es aber den hier machen, fahren wir runter. Normalerweise hält es sich dann da fest. Normalerweise. Wir müssen aber genau mittig gehen. Oder so. Ja, seht ihr? Seht ihr?
ein Ding. Jedes Mal hier. Mumie. Und hier die Leute. Ja, die müssen sich nicht wieder. Das ist eine Mumie eingewickelt. Ich dachte, ich könnte ihn einfach so verbrennen. Das war Nummer 1. Das ist Nummer 2. Ja, wenn ihr ihn paralysiert, genau, fick dich. Hier müsste jetzt eigentlich der Kompass drin sein. Ich glaube schon. Ah, der Stiefel, ich hasse ihn, da tut man so behindert. Und das lenkt auch ein bisschen, ich kriege das sehen. So! Leute? Kompass? Normalerweise? Ja, der Kompass? Jetzt gucken wir uns nur mal die Karte an, wie sie aussieht. Wir sind hier, geht es weiter, hast du hier, und zwei, hier, boah, sind sie das oder? Und hier ist nichts mehr, also B1 können wir vergessen. Okay. Leute, wir haben hier einen kurzen Schnitt. Bis zum nächsten Mal, tschüss!